Ja Mensch, da seid ihr ja schon wieder. Willkommen in diesem Part von Arms Online. Wir spielen mit Min Min. Nachdem wir im letzten Part ordentlich auf die Nase bekamen, oder ordentlich auf die Fresse, um es mal ordentlich und gepflegt auszudrücken, versuchen wir heute die Ehre wieder zu retten. Ich spiele heute mit Min Min. Min Min ist dafür, also Min Min kann im Sprung, wenn sie im Sprung charged, kann sie Schläge abwehren. Sie kickt in der Luft, wenn sie in der Luft einmal sprintet. Das ist wunderbar, das passt sich eigentlich, ich springe eigentlich sehr oft in der Luft, ich weiche sehr oft in der Luft aus und bin mal gespannt. Gut, jetzt habe ich natürlich direkt einen Spiegelkampf mit einer anderen Min Min, die wahrscheinlich viel, viel mehr auf dem Kasten hat mit Min Min als ich. Aber ich weiß nicht, ich bin mal gespannt. Guck mal, ich benutze mal hier diese und die Peitsche. So. Ich habe hier nicht die Standard-Arms genommen. Ja, die hat schon sehr viele, ja, die hat sehr viele Punkte. Vielleicht kann ich ja irgendwie aus ihr rauskitzeln. Muss direkter schlagen. Ein Arm ist draußen. Die Peitsche. Oh, die Peitsche. Ich dachte, die trifft jetzt. Nein. Ja, die spielt aber auch saugut. Die spielt saugut. Verdammt nochmal. Ja, so aber nicht. Ich hasse diesen Laser. Ich komme mit diesem Laser einfach nicht klar. Zack. Ins Gesicht, junge Dame. Und einen Griff, warum? Muss wieder anfangen, die Initiative zu ergreifen. Aber das kann ich gerade nicht, weil die spielt zu gut. Jetzt kann ich daneben schlagen. Zwar mehr als sauber. Beide raus. Einen ordentlichen Griff starten. Jetzt kommt wieder ihr Special. Ja, und da kommt der Laser. Was soll ich denn da machen? Die hat... Ah, Gottes Willen. Mit so wenig Leben gestartet und es geht schon wieder genauso los wie im letzten Part. Aber okay, ich brauche halt was für geradeaus. Die geraden Schläge haben gerade gefehlt. Ich habe versucht halt mit aller Gewalt um die Ecke zu schlagen und das ist einfach nicht... Das kannst du nicht mit beiden Arms bringen. Nicht, wenn der Gegner was drauf hat. Das kannst du mit squishy Gegner machen, mit schlechten Gegnern. Mit schwachen Gegnern, nicht mit schlechten Gegnern. Es gibt keine schlechten Gegner, es gibt nur Gegner, die sind sehr gut und es gibt Gegner, die müssen noch üben. So. In diesem Fall bin ich es, offensichtlich. Ja, und jetzt darf ich natürlich direkt gegen Twintail kämpfen. Es ist übrigens kein Zufall, dass man so viele Min Min und Twintail und manchmal auch Ribbon Girl sieht. Seitdem die Nachricht rauskam, dass das die erfolgreichsten Charaktere sind, sind die hier nur noch in der Lobby. Die sind wirklich nur noch unterwegs hier. Bloß jetzt mal die Peitsche und den Electrolyzer. Ja, in fünf verschiedene Richtungen. Warum? Trifft das? Warum trifft nix? Hallo? Mr. Yabuki-Style, was geht? Die... Ja, die macht mich jetzt mal ganz schnell fertig hier. Was ist das denn? Also, was ist denn mit dem Skill im zweiten Part passiert, Freunde? Was ist da los? Was, also jetzt mal ernsthaft, was ist denn da los? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Verstehe das jetzt gerade nicht. Sind hier nur noch Profis unterwegs jetzt um die Uhrzeit? Ja, ich bin gerade etwas innerlich zerstört, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, das wird jetzt ein schönes Let's Play. Ich gewinne auch ab und zu mal wieder. Aber ich habe mich wohl getäuscht irgendwie. Ich muss halt die Nerven wieder behalten. Aber ansonsten war der Tag ganz schön. Ich habe jetzt ordentlich gefuttert heute. Mit gutem Essen ist der Tag halt immer gut. Headlock, Handgemenge, Dreierkampf, das ist das genau das, was ich mag.
Gegen Helix und den Robocorp Dog, Dog Co. Bite and Bark, genau. So hießen die. Ich benutze jetzt einfach mal beide Feuerarms hier. Auf Spielbeginn wird gewartet. Bitte kein Disconnect. Danke. Der wartet hier auf meinen Arms hier quasi. Ja, das ist ein bisschen unfair jetzt. Ah, nee! Greif mich raus, tu was! Er tut nichts, er macht's richtig. Da muss ich rein. Kann ich ihn direkt danach verfehlen? Offensichtlich. Ach, das ist immer zu früh! Ja, da kommt der Griff von hinten, das war aber klar, das war abzusehen. Hallo Robocop? Mal meine Arms wieder ein bisschen aufladen. So, die müssen mal wieder ein bisschen Schwung kriegen hier. Ja, das da war mir klar jetzt. Und jetzt kriegst du sie, mein Freund. Ich treffe irgendwie gerade nicht richtig. War das gerade ein Sieg? Ja, aber habt ihr gesehen, wie das so ganz seltsam geleckt hat? Das fand ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, ich weiß ja nicht. Irgendwas stimmt hier gerade mit meiner Internetverbindung anscheinend nicht. Oder mit den anderen. Kann auch sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt tatsächlich ein 50-50-Verhältnis. Das ist doch mal ein guter Auftakt. Möchte ich nur bitte nicht wieder gegen den 158er kämpfen. Ins Schwarze gegen Nikolao. Und dann bleibt noch die andere übrig, gegen die ich auch schon gekämpft habe. 1 gegen 1. Vielleicht kann ich ja jetzt wieder gegen sie punkten. Aber nein, Kamastricer, ja. Irgendwie funktioniert es gerade nicht so richtig gut mit dem Lobby-System. Denn ich könnte ja schon wieder spielen, aber es wird wahrscheinlich ein Dreierkampf. Wahrscheinlich wird es jetzt ein Kampf gegen Headlock. Ja, tatsächlich. Guck mal da. Das Spiel versucht halt so viel wie möglich Abwechslung zu bringen, bemerkt aber nicht, dass es dabei immer das Gleiche bringt, wahrscheinlich. Also, nicht im Sinne von, das hatten wir gerade oder sowas, nee, sondern im Sinne von, ja, immer die gleichen Modi. Du musst sie erstmal alle spielen, du weißt ungefähr, was dann kommen kann als nächstes. So. Oh. Mein Movement ist heute sowas von schlecht. Sowas von richtig schlecht. Ich spiele, als würde ich Meister Mami spielen. Aber ja, dann nehmen sie mich sogar aus meinem Griff raus. Zack. Könnte ich ein bisschen Schaden machen mit aufgeladenen Arms. Ist halt wichtiger, hier Schaden zu machen, als den immer zu greifen oder sonst irgendwas. Außer er kommt dir halt zu nah, da musst du halt ein bisschen aufpassen. Da musst du ihn rausgreifen, sonst kannst du niemanden verteidigen. Ja, genau, hau mir ins Gesicht. Raushauen, rausgreifen, zack. Ein bisschen mit draufhauen, so. Nee. So nicht. Ich hau dir noch ein bisschen in den Rücken. Ohne Rücksicht verlierst du. Aufladen. Greifen. Aus dem Konzept bringen. Aber unglaublich, dass wir heute nicht die Ersten sind, die da rausfliegen aus der Runde. Ja, jetzt alleine gegen Headlock. Das ist das, was ich euch am ersten Part schon gesagt habe. Das liegt mir einfach nicht. Ich hasse diesen Charakter, weil er einfach viel zu viele Arme hat und alles kontern kann. Wenigstens nicht sterben, das wäre ganz nett. Ah, das wird mir wahrscheinlich erfüllt bleiben. Ja. Ja, keinen einzigen Schlag mehr gelandet. Aber so ist es halt. Die Runde haben wir leider verloren. Sorry, Team. Hat nicht ganz funktioniert. Aber ich meine, man muss auch mit Niederlagen umgehen. Vor allem, wenn man so viele hat wie ich, ne? Da muss man damit umgehen lernen. So, ein Teamkampf. Ist es der erste Teamkampf, den wir hier in diesem Let's Play sehen, der erfolgreich zu Ende geht? Wird es der allererste sein, bei dem ich nicht mit dem Kopf geduckt nach außen gehe und nach Hause gehe? Weiß es ehrlich gesagt nicht.
Weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich werde mein Bestes geben, Freunde. Ich werde jetzt einfach mal wieder mein Bestes geben. Erster Schlag hat schon mal gesessen. Greifen halt ganz gerne im Teamkampf. Vielleicht kann ich da irgendwie zwischenschlagen. Ja, versucht mich auch schon zu greifen. Da hätte man reingreifen können. Ups, ich hab ihn. Ah, er hat mich. Ja. Keine Befreiungsaktion. Da machst du da auch relativ wenig. Oh, und der hat schon wieder den Laser. Ich fass es nicht. Warum spielen die alle mit diesem blöden Laser? Der nervt so dermaßen. Ihn auf die Bretter. Schick ihn auf die Bretter. Kann ich sie beide erwischen damit? Ich kann sie beide erwischen damit. Ja, da gibt mein Teamkollege Baden. Laser ausweichen. Griff, nein! Ah, ich dachte, ich könnte ihn jetzt greifen. Jetzt bin ich hier natürlich. Ah, genau reingecharged. Ist schlecht. Und da hat er mich. Hat er mich genau abgepasst. Blödes Trampolin. Er hat es richtig gemacht. Also ich bin schlecht. Freunde, ich muss langsam, glaube ich, einfach eingestehen. Ich bin einfach nur grottenschlecht in diesem Spiel. Kann ja wohl nicht wahr sein. Das frustet so. Das frustet so dermaßen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Beziehungsweise ihr hört ja, wie ich mich die ganze Zeit beschwere. Vielleicht hätte ich mal irgendwann mit anderen Charakteren spielen sollen. Außer mit Ninjara und Springman. Vielleicht hätte das ja was gebracht. Aber ich kriege auch keine Einzelkämpfe mehr. Ich kriege nur noch diese bescheuerten Dreierkämpfe und diese Headlock-Kacke und dieses... Ah. Unglaublich. Ja komm, ich mach mit den zwei. Mit den zwei komme ich irgendwie am besten klar. Keine Ahnung warum. Warum denn auch nicht mit Laser? Ich meine, Laser kann man immer spielen, kann man nicht umspielen. Zack. Hier bin ich, mein Freund. Ja. Weißt du was? So. Ja, weißt du, es ist doch blöd. So, ich bleib jetzt auch in dieser Ecke stehen. Will jetzt hier ein bisschen ab. Kommt in meine Richtung. Ja, es kommt immer in meine Richtung. Ich verstehe das einfach nicht. Es ist wirklich, ich beschwere mich die ganze Zeit nur, aber es kommt halt wirklich immer nur. Also, jetzt greift er mich direkt danach. Ja, es war abzusehen. Ich darf hier nicht greifen. Blöde Aktion. Komm, da ist ein Special. Das kriege ich doch bestimmt in meine Fresse. Ich schließe es einfach mal so ein bisschen hier, um den herauszugreifen. Jetzt kriege ich es ja. Pass auf. Achtung jetzt. Ja, das musste einfach so sein. Ich gehe jetzt in die Lobby. Ich habe jetzt keine Lust mehr dazu zu sehen. Das reicht mir jetzt langsam. Ich bin echt auf 180. Das gibt's doch nicht. Ich kann es nicht mehr mit Humor nehmen. Der nächste Headlock-Kampf. Ja, natürlich. Natürlich, Spiel. Schöner Zufall. Wunderschöner Zufall. Glückspilz. Deine Spezialleiste ist voll. Wow, klasse. Das wird es jetzt wahrscheinlich ändern. Das ganze Spiel macht auf einmal viel mehr Spaß, wenn man auf die Fresse kriegt mit vollem Leistungsbalken. Das ist geil. Ja. Ja, er spielt diesen Charakter. Der ist halt viel zu schwer. Den kannst du halt nicht so. So, jetzt können wir ihm mal ordentlich zusetzen. Noch mehr zusetzen. Habe ich ihn da rausgegriffen, so ein bisschen, aber naja, das war jetzt nur ein Finisher. Mal ihm noch ein bisschen. Ja, immer nachsetzen. Gibt's Energie. Mit draufhauen, ganz wichtig, und ja, ja, das war eine schöne Runde. Das hat jetzt wirklich ausnahmsweise mal echt gut funktioniert hier. Ich
muss halt irgendwie noch ein paar Arms freischalten und die mal auf Stufe 2 bringen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ausschlaggebend es ist, ob die auf Stufe 2 sind. Aber da man die ja auswählen kann und da man die aufmutzen kann, glaube ich, die gewinnen da an, weiß nicht, ich glaube, die gewinnen da an Geschwindigkeit oder sonst was, aber ich bin mir da nicht sicher. Das habe ich mal seit langem wieder in Einzelkampf. Es ist natürlich wieder die Trampolin-Arena. Denn Trampoline, die sind sehr beliebt. So, ich höre jetzt auf, mich zu beschweren. Die letzten 5 Minuten des Parts, Freunde, ich höre auf, mich zu beschweren. Egal, was jetzt passiert. Ich verspreche es euch. Und ich kann mich zwar noch schwer zurückhalten, aber ich verspreche es euch jetzt. So. Aufpassen ein bisschen. Der startet direkt mit seinem Special hier. Jetzt ruhig bleiben. Ja, Gott sei Dank, erfolgreich abgewehrt. Griff geht auch durch, das ist auch okay. Nachsemmeln. Nochmal eine nachsemmeln, nee. Danke, darauf habe ich keine Lust. Ja, ihn in die Bombe locken, ganz schön. War das gerade ein perfekter Kampf? Oh mein Gott! Sich nicht zu beschweren scheint ja echt was zu bringen. Da haben wir wieder was fürs Leben gelernt. Das ist ja krass. Naja, wollen wir erstmal sehen, ob das nicht Zufall war. Man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, ne? Weiß man ja auch schon als kleines Kiddy. Beziehungsweise lernt man genau in der Phase. Oh, diese ganzen brutalen Punktespieler sind jetzt weg. Vielleicht ist das ja unsere Chance, hier nochmal ordentlich mitzumischen. Oh, die haben einen Viererkampf. Ist ja auch mal interessant. Ich krieg jetzt gegen Darky hier einen Kampf. Habe ich gegen den schon gespielt? Ich weiß nicht. Ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich spiele wieder mit den zwei Dingern. Ich probiere es nochmal. Bei der Arena muss man hier halt ganz böse aufpassen. Wenn der Gegner oben ist und du am Rand, dann, ja, das bringt dich schon ganz schön in Verlegenheit. Oh, der ist gut. Er hat nur 50% Leben. Testen, 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 testen. Ja, der zweite ging durch. Ja, beide raus. Ich kann greifen. Da oben. Nein! Oh ja, nein, 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 nein. Ja, das kriege ich voll ab. Er generiert ein bisschen AP. Eine von rechts hier bekommen. Ausweichen. Bloß ausweichen. Oh, nee, Doppelschlag. Nicht so passiv spielen, Sascha, nicht so passiv spielen. Nee, so nicht, mein Freund! Das reicht aber noch nicht. Noch ist der Sieg nicht da. Nein, der ist schneller, weil er durch die Mitte geht. Der zweite und dritte. Spielt das schön auf Distanz. Sobald ich einen Arm raus habe, ist es vorbei. Er hat nämlich die stärkeren Arme, die durch die Mitte gehen. Die sind allgemein, glaube ich, sehr stark, diese gelben Dinger da. Ich weiß gar nicht, welche das sind. Hat er sehr gut gemacht. Kann er stolz auf sich sein. Nur 50% HP und dann gewinnen. Na. Der hat die Punkte zurecht, Freunde. Der hat die Punkte echt zurecht. Da war meine Taktik einfach zu schlecht. So, jetzt noch einmal hier ins Schwarze zum Abschluss gegen Rimgirl. Bringt mir das natürlich von der Seite nichts. Oh, ich merke gerade, ich habe nur schlechte Arms dafür. Vielleicht klappt es ja mit dem. Ja, Gott. Jetzt bin ich komplett aus dem Konzept und kann hier Punkte sammeln. Ja, sie hat die Punkte gekriegt. Bombe ging ins Leere.
komm mit diesen. Springen! Ja, da gehen sie komplett daneben. Ja, da gehen sie komplett daneben. Vielleicht noch hier einmal die Chance jetzt. Blocken. Ah, und auch eine Niederlage. Nee, Freunde, heute mache ich definitiv keine Aufnahme mehr. Ich habe Master Mami und sie hier an einem Stück aufgenommen und das, ja. Irgendwie seit Ribbon Girl ist die Luft raus, keine Ahnung. Ich mache da jetzt erstmal wieder ein bisschen Pause. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, vielleicht meine Ausraster, ich weiß nicht. Abonniert mich, wenn ihr aktuell bleiben wollt und naja, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!